Und damit herzlich willkommen. Ja, bevor es jetzt so offiziell losgeht, ganz kurz, ich muss mal hier so ein bisschen erstmal meine Dankesrede so ein bisschen rausknallen. Erstmal richtig, richtig geil beim FIFA News Video. Gerade über 44.000 Klicks und wir haben schon, ich muss mal ablesen, 5.077 Likes. Wir haben also fast über 1.000 Likes diesen Rekord geknackt. Das ist so krass. Und ich möchte mal ganz kurz zum einen oder anderen was sagen, die da reinschreiben, du kriegst jetzt ein Dislike, weil du hier schnorrst und bettelst nach Likes. Wer mich länger sieht und guckt, ich erwähne eigentlich immer nur standardgemäß am Ende, wie es jeder YouTuber macht, dass man nicht das Liken vergessen soll und so weiter. In diesem Video habe ich das gemacht, weil ich es einfach toll finde, mit der Community zusammen zu arbeiten. Und es ist ja eine Gruppenaktion. Es geht ja nicht darum zu battlen, sondern ich wollte einfach mal, dass wir gemeinsam als Community den Rekord knacken. Und ich habe mir so überlegt, man muss auch mal im Leben Spiele spielen. Nicht nur FIFA, sondern auch solche Gruppensachen. Einfach Spiele spielen, da habe ich gesagt, hey, wenn wir diesen Rekord knacken, werde ich demnächst bei FIFA Zone oder so ein Spiel machen mit euch. Wenn wir es zum Beispiel schaffen, 7.000 Likes im nächsten FIFA News Video zu knacken, muss natürlich auch spannende Themen sein, dann werde ich vielleicht wieder PSN-Cards oder irgendwelche Gewinnspiele rausknallen. Ja, also das ist ein Geben und Nehmen. Ihr gebt mir schön geile Likes, das hilft mir im Ranking und ich gebe euch was zurück. Und das habe ich mir überlegt. Und das war eben mal die Probephase und die hat funktioniert. Vielen Dank dafür. Und ich möchte auch nochmal mich bedanken für die vielen tolle Genesungswünsche im letzten Video. Die Erkältung, Gott sei Dank, konnte ich besiegen. Ha! Und ging relativ schnell weg. Gott sei Dank, das gab es ja, hätte es keine Livestreams gegeben. Und nun kommen wir zu Infos der Woche. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, der neue Patch ist raus. Wer hat es nicht mitbekommen? Was laber ich eigentlich schon für ein Bullshit? Aber ihr habt es vielleicht mitbekommen und zwar, ihr habt es bestimmt mitbekommen. Au! Nochmal. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, es gibt ja jetzt diese Möglichkeit. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, man kann jetzt nicht mehr selektieren, was ich ja im letzten FIFA. Chill mal dein Gesicht, Nico. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, dass man bei FIFA nicht mehr selektieren kann. Und damit ist ja gemeint, dass man nicht mehr die Gegnerauswahl machen kann und so weiter. Schnickschnack, habe ich alles in der letzten FIFA-Zone-Folge erklärt, mache ich jetzt nicht nochmal. Es gibt aber ja wieder so eine Sache, EA macht wieder nur halbe Sachen, liebe Freunde. Denn es gibt einen Trick, wie man das Ganze umgehen kann. Ich zeige das mal hier. Und zwar, so kannst du jetzt immer noch selektieren, beziehungsweise E-Sportler selektieren jetzt so. Du machst einfach die Trikot-Auswahl, so wie es jetzt ist. Und dann, wenn du in diesem Bild bist, gehst du nicht auf Spielen, also auf Starten des Spielens, sondern gehst auf Teammanagement. Und im Teammanagement kannst du sehen, ob du jetzt heim oder auswärts spielst. Und die meisten, die dann darin sehen, oh, ich spiele auswärts, gehen dann wieder raus, weil es gibt noch keinen Lose, gehen so lange rein, bis sie im Teammanagement sehen, ah, ich bin im Heimspiel. Also EA macht wieder nur halbe Sachen. Eigentlich müsste man, warum es überhaupt dieses Bild überhaupt gibt, da nochmal in Teammanagement reinzugehen, ist mir eigentlich ein Rätsel. Das kann man eigentlich komplett rauspatchen. Kein Mensch muss eigentlich im Prinzip in Food nochmal in dieses Teammanagement rein. Also ich weiß nicht, macht ihr das? Für die nächste Info, die ich für euch habe. Ich habe lange überlegt, ob ich es bei FIFA Zone erklären soll oder es in FIFA News reinpacke, aber ich fand das jetzt irgendwie besser für FIFA Zone, denn ich kann das dann hier mit Votings verbinden, denn in den letzten FIFA News Video beziehungsweise im letzten News Video habe ich euch ein paar Sachen gefragt unter Infokasten und hier gibt es die Ergebnisse und ich finde, das ist eine gute Kombination, gleich das mit den Infos der Woche zu verbinden. Vorher aber, ihr seht, ich habe mal wieder hier für mich parat, ihr seht es jetzt wieder hier und zwar, ich habe im letzten FIFA News Video euch gefragt, spielst du FIFA 18 auf der Switch? Und da sieht man richtig krass, ja, von 5270, warte mal, das ist doch alt, das ist doch das alte Ding. Das sind doch die, ich habe doch neue Bilanzen schon, warte mal, Ja, das ist doch alt. Und da seht ihr es, ich habe es natürlich auch vorbereitet, jetzt richtig vorbereitet. Und zwar, spielst du FIFA 18 auf der Switch, habe ich euch gefragt. Und es haben ja über 44.000 Leute aktuell, wenn ich das aufnehme, gesehen. Es haben 8.700 Stimmen wurden abgegeben bei der Frage. Und
Es ist richtig krass. 91% sagen, nö, ich spiele nicht die Switch-Version von FIFA 18. Und das ist ja auch wieder so ein Beweis zum Thema, ob das ein Flop oder ein Top ist. Ich bin echt gespannt zum Thema Gerücht, ob EA ja doch sich dran hält und sagt, ja, wenn es ein Flop ist, machen wir das nicht weiter. Ich vermute aber mal, dass EA das weitermachen wird und FIFA 19 auf der Switch kommt. Es ist halt eine wahnsinns abgespeckte Variante. Es ist halt komplett anders. Man darf es nicht mit dem richtigen FIFA vergleichen. Das ist ein großer Fehler. Aber jetzt kommen wir zu dem Voting-Ergebnis, was ich eigentlich ansprechen möchte, zum nächsten Info der Woche. Und das ist, was willst du zur WM im Bereich FIFA? Von 7.281 Stimmen, die ich jetzt hier auf meinem Blättlein habe, sagen tägliche Neuheiten für Food 19%, 1.419 Stimmen. Ein World Cup Spiel extra, also dass es komplett ein Spiel ist, das man im Markt kaufen kann für ein bisschen weniger Euros und so weiter, sagen 1.688 Stimmen, also 23%. Ein World Cup Spiel als DLC, also in dem Sinne von, du hast FIFA 18, also als Vollversion und kriegst jetzt irgendwie für 19 Euro oder weniger eben diese extra mega Update, ja, und das sagen 4.174 Stimmen, also 57% die absolute Mehrheit. Und das ist die Info der Woche. Es ist aktuell nicht offiziell bestätigt. Ich kann euch nicht sagen, ob das jetzt so kommt, aber ihr wisst, Gerüchteküche ist mal wieder heiß am Brodeln und es gibt nun mal geleakte Kommentare bzw. Interviews. Und zwar, spanische Kommentatoren haben in einem Interview sich verplaudert, dass sie beim eSports Studio schon bereits waren und Aufnahmen für ein WM-Spiel gemacht haben. Es gibt auch Bilder von Buschi und Wolf Fuß, wie die zusammen Aufnahmen gemacht haben und man munkelt, dass das auch für ein WM-Spiel war, also für die deutsche Version. Immer mehr Medien berichten, dass wohl es jetzt danach aussieht und es von Insidern auch, ja, ist noch nicht bestätigt, aber immer mehr in diese Richtung geht, dass EA wohl ein DLC raushauen wird. Also kein Extraspiel, sondern es soll anscheinend ein Mega-Update geben, was wahrscheinlich extra kosten wird und nur als Download zur Verfügung gestellt wird. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt nur Rumgerüchte sind, aber ich muss euch eins sagen, Leute, egal ob es ein Extraspiel wird, egal ob es ein DLC wird, ich bin mir fast zu 90% sicher, mit diesen ganzen Gerüchten, die schon durch die Medien gehen und meistens auch dann wahr werden. Ich kann mich noch erinnern mit Dritte Liga, ich kann mich noch erinnern mit dem Story-Modus-Gerücht, es wurde alles wahr. Ich bin mir fast schon sicher, dass ich hier in dem Video sagen kann, Leute, es kommt ein WM-Spiel. Ja. In dieser Rubrik geht es darum, wenn ich mal auf Facebook oder irgendwo was Lustiges finde, dann möchte ich das gerne mal zeigen. Und ich habe vor kurzem was auf Facebook gesehen, das fand ich so göttlich. Ihr kennt ja die ganzen Gameplay-Probleme und die Diskussion, die wir aktuell mit dem Patch haben, mit FIFA. Aber liebe Leute, nicht nur FIFA-Zocker haben die Probleme, sondern auch die PES-Zocker. Und schaut euch mal dieses Video hier an. Ja, also was das für ein Elfmeter bei PES ist, sensationell. Also ich finde das Video so geil und wir kommen jetzt zu meiner WL und ich habe es auf Instagram schon mit ein paar Worten zusammengefasst. Ihr seht jetzt hier mein Endergebnis und ich bin richtig enttäuscht. Ich habe sogar im Livestream schon im Thumbnail drin gehabt, dass ich Gold 2 schaffen werde. Ich hatte da in dem Moment noch nicht Gold 2 auf der PlayStation, hatte aber noch 6 Spiele übrig, brauchte nur noch 2 Siege und ich habe wirklich ohne Witz im Livestream nur noch einen Sieg geschafft. Ohne Witz. Das war so krass. Und deswegen habe ich doch nur Gold 3 am Ende auf der PlayStation. Und obwohl auf PC es viel, viel, viel schlimmer lief für mich gefühlt, ja, mit meinem OP-Team, mit meinem Pay-to-Win-Team, habe ich da Gold 2 wieder geschafft. Aber ihr habt vielleicht mein letztes FIFA-Zone-Video gesehen. Da habe ich euch erzählt, ich vermute mal, es wird wieder Gold 2. Rababa, rababa, rababa. Schaut es euch an, dann wisst ihr, was ich meine. Und ich hatte mal wieder recht. Es lief sogar noch schlechter als das, was ich gesagt habe. Ich habe aber auch schon in diesem Post reingeschrieben, Leute, wenn man sich so diese ganze Situation anguckt, das Ganze analysiert, ist einfach das ganze volle Paket dabei gewesen. Einmal kann man sehen, dass ich FIFA spielen kann bis zu einem gewissen Level. Das sagen mir auch ganz viele. Aber viele sagen mir auch, und da haben sie auch vollkommen recht, sie sehen auch viele tollpatschige Fehler, die ich mache. Und viele schreiben auch, hey Dico, wenn du die abschaltest, kannst du Elite 3 werden. Und ich sehe das genauso. Aber ich schaff's einfach nicht, diese Dinge abzuschalten. Das zum einen. Dann gab es ein paar Spiele, wo ich einfach mega Taktikfehlentscheidungen getroffen habe, wo mir auch das Know-how ein bisschen fehlt. Und natürlich, volle Paket ist natürlich auch das Thema Matchmaking und Momentum.
ist egal, es ist so, wie es jetzt ist. Ich wollte einfach nur nochmal sagen, was ich auch beim Instagram-Post gesagt habe. Wenn FIFA-YouTuber auf Rage sind, nimmt das, was die sagen. Auch bei Instagram-Stories, was ich ja auch gemacht habe am Wochenende, nimmt das alles nicht so ernst. Kommentiert es nicht mit, hör doch mal auf zu jammern. Es ist einfach nur so, dass man einfach ein bisschen gefrustet ist. Und wenn man gefrustet ist, sagt man oder macht man manchmal Dinge, die man eigentlich gar nicht so ernst meint. Es ist total menschlich, wenn man nach Erfolg strebt, wenn man besser werden will. Und man ist natürlich dann darauf einfach gefrustet, wenn es nicht funktioniert. Und das ist total menschlich. Das geht nicht nur mir so, es geht nicht nur anderen YouTubern so, sondern es geht wahrscheinlich vielen da draußen auch so. Das ist eigentlich das, was bei mir so ein bisschen immer Klick macht, wo ich auf Rage gehe, wenn es mich einfach nervt, dass ich aus meinen tollpatschigen, dummen Fehlern nicht lerne und nicht besser werde. Das provoziert mich eigentlich. Das macht die Frust. Das ist gar nicht das Spiel selbst. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich in der letzten WL mit dem allerersten Mal, wo der Patch raus war, wirklich gar nicht so unzufrieden war mit dem Patch. Und an dieser WL war ich mega unzufrieden. Leute, ohne Witz, man sieht jetzt nicht mehr in der Kamera so gut. Mal gucken, ob es man sieht. Mal gucken, ob es scharf macht. Hallo, guckst du? Warum machst du scharf? Hier habe ich eine fette Blase. Also wirklich, mir tun noch die Daumen weh. Man hat das Gefühl, man muss den Controller viel, viel heftiger drücken und betätigen. Ich habe mir auch die ganzen Wiederholungen angeguckt von Badeschlappen, von Mirs. Also nicht ganz, die ging ja 6 Stunden, aber mal so ein bisschen durchgeswitcht und so weiter. Und ich habe echt viele Rages wieder erlebt und auch Mirsa sagt, er spielt keine Steilpässe mehr in den 16er oder er spielt keine langen Bälle mehr in den 16er, weil er es nicht mehr schafft, mit dem neuen Patch irgendwie schnell zu drehen oder schnell zu kombinieren, weil es einfach so langsam ist mit den Tasteneingaben, dass der Ball immer weg ist. Und er hat auch vollkommen recht, muss man einfach auch mal sagen. Und wenn wir schon von Mirsa reden, ich habe mir nur Teile angesehen vom Stream und ich fand es so lustig, dass ich genau diesen Moment mir angeschaut habe, wo Mirsa seinen ersten Lose bekommt in der WL und es tut mir so leid, ich musste einfach nur lachen, aber irgendwie war das mehr so ein Traurigkeits-Mitleidslachen, dass genau ihm jetzt sowas passiert und zwar... Was? Ah, was? Was? Was ist? Was? Was? Nein! Oh Mann, Mirsa! Oh Mann! Oh Mann, wie blöd bin ich, Alter! Ey, wieso bin ich so blöd? Ach du Dummkopf! Du Dummkopf, Mann! Gott, bin ich blöd! Wie konnte das denn passieren? Ey! Nein! Ja, also während Mirsa sich darüber aufregt, verständlicherweise, ich kann das gut nachvollziehen, es ist natürlich nicht nur ein blöder Moment, weil man diesen Fehler gemacht hat, sondern wenn man YouTuber ist, ist es halt einem auch noch ein bisschen peinlich vor den ganzen Zuschauern, dass so ein Schussfehler entsteht, denn eigentlich passiert ihm ja sowas nicht. Während ihm was Peinliches passiert ist, ist Gamer Brother was Tolles passiert, er ist in die Top 100 gekommen, auf Rang 90 und hat das auch groß gefeiert für ihn. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Und ich habe auch noch ein paar andere Ergebnisse, die ich jetzt mal kurz mir angucke, Leute. Und zwar, ich habe jetzt nicht alle E-Sportler für euch hier am Start, aber mal ein paar. Zum Beispiel die Stuttgarter E-Sportler. Dr. Erhano hat meiner Meinung nach ein bisschen verkackt. Er hat auf der PlayStation 4 Elite 2 nur geschafft, 33-7. Und sein Kollege auf der Xbox hat 39-1 geschafft. Wenn man uns jetzt mal die ganzen E-Sportler von Stark E-Sport wirklich anguckt, dann sieht man T-Mox 39-40 geschafft, Salzo 39-40 geschafft, Cody 39-40 geschafft, Sakul 39-40 geschafft auf der PlayStation und auf der Xbox, Megabit 39-40 und 38-40 auf der Xbox. Ja, also Stylo 36-40, das waren die Ergebnisse. In der letzten Folge hatten wir All in FIFA und ich wollte nur kurz als Feedback sagen, es freut mich richtig, dass die während des letzten Videos, das ist noch gar nicht so lange her, über 100 neue Abonnenten gewonnen haben. Richtig klasse. Die haben sich auch richtig gefreut über diese Einladung der Promotion, der kostenlosen Promotion. Und heute haben wir einen, der etwas größer ist, also nicht 750 Abonnenten hat, sondern schon 24.000. Ich finde ihn aber wirklich cool, wurde jetzt empfohlen und zwar ist das Manu Thiele. Der macht nicht wirklich FIFA-Videos. Ich finde ihn aber trotzdem nice, weil er macht Fußballthemen. Nicht so wie Kick 11, aber er macht trotzdem Analyse-Videos, Podcasts darüber. Er geht in viele Stadien, macht immer tolle Vlogs darüber. Und wer Fußball begeistert ist und Fußball-Blogger oder Fußball-YouTuber sucht, dann ist man da nicht falsch. Hey, du bist Fußballfan, oder? Mein Name ist Manu und hier auf dem Kanal bist du genau richtig. Denn
Es gibt so viel Zeug über Fußball, zum Beispiel Vlogs aus dem Stadion. Wir haben Analysen, Spielberichte und so weiter und so fort. Bei den anderen heißt es, oh, wir sind ein eingeschworenes Team, bla bla bla. Das ist halt in 80% der Fälle eine absolute Floskel. Natürlich ist nicht nur meine Meinung wichtig, sondern auch von euch. Deshalb gibt es einen Podcast, den FC Gurkentruppe. Da diskutieren wir mit euch, denn es ist eine Live-Call-In-Show. Julian Draxler, wenn du das siehst, du kannst gerne anrufen. Wenn du Fußball liebst und immer die aktuellsten Informationen über das runde Leder, über die schönste Nebensache der Welt haben willst, dann bist du hier genau richtig. Von daher abonniere und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis gleich.